Herzlich willkommen zu Zausels neuem Video. Wie schon angekündigt, ich möchte heute mal den Simplex Ultra testen. Der ist noch im Karton, ich packe ihn zusammen und laufe mit den Standorteinstellungen einfach mal los. Mal gucken, was so kommt. Da drin ist er, gleich geht's los. Ja, das ist der neue Ultra mit diesem Carbon-Gestänge. Also eigentlich wirklich total easy. Hier sind die Kopfhörer dabei. Und ich hatte gebeten, mal ein bisschen Geräte zu testen, weil ich das früher schon mal gemacht habe. Und IDC hat es möglich gemacht. Die haben mir einfach mal einen zugeschickt zum Testen. Den schicke ich dann natürlich wieder zurück, aber eben gebraucht. Ja, eigentlich eine ganz einfache Geschichte hier. Spulenschraube dran. Das werde ich jetzt mal machen, ohne zu filmen. Und ansonsten war es das schon. Gestänge dran, fertig. So, die zwei Gummis habe ich jetzt reingemacht. Hier kommt das Teil noch rein. Zack. Na, mach zack. Achso, das muss ein Stück vor. So. Dann kommt die Schraube hier durch. Habe ich jetzt die andere hingefeuert. Hier habe ich sie. Jo. Festdrehen. Kabel habe ich schon drum gewickelt. Hier eingebuchst. Und dann kann es losgehen. So, quasi absolute Premiere. Ein Nocta hatte ich noch nie. Anschalte ich ihn hier. Ich stelle auch nichts weiter ein. Ich lasse den gleich so im ersten Programm. Und das wird, denke ich mal, Feld sein. Ich habe mich mit dem Ding noch nicht belesen. Nichts, null, nothing, nada. Das ist absolute Premiere. Leicht ist er. Es ist ein bisschen ungewohnt mit dem Kabel. Dadurch, dass ich jetzt den Deus habe ohne Kabel. Aber er ist wirklich leicht, liegt gut an der Hand. Und ich gehe mal davon aus, dass das hier die Sens ist. 30. Ruhig ist er. Er ist auf All Metal eingestellt oder bis 12. Bis 12 ist ausgeblendet, so wie es aussieht. Wisst ihr was? Ich schlurfe jetzt einfach los und teste. Einfach mal testen. Jetzt ist man noch zu kurz. Machen wir noch ein bisschen länger. Also Gestänge ist auch top. Na, mal sehen. Mal sehen. Ich hole euch dazu. Der spinnt doch gar nicht rum. Hier ist null bei voller Sens. Krass. 63, 45. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie der anspringt, was der macht. Ich buddel das Ding einfach mal. 49. Ja. Oh. Garrett und Simplex. Keine Freunde. Garrett und Simplex sind keine Freunde. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Aber ich habe ja noch... Okay, das ist quasi Eisen gewesen. Deswegen sprang der so. Aber ich habe ja noch den XP-Pointer noch im Auto. Da hole ich den schnell. Ich habe jetzt den XP-Pointer geholt. Und die stören sich nicht. Das ist schon mal gut. Also Garrett, Pointer und Simplex, die haben ein Problem miteinander. Okay, da wissen wir das schon mal. 48? Was ist beim Simplex eine 48? Oh, der Boden ist harter hier. Ne, 52? Ne, die vertragen sich. Ein Stück. Was ist das? Zinkblech. 51. Ich bin jetzt mal mit der Sens auf 28, weil es hier ein bisschen kratzen war, aber jetzt läuft er absolut ruhig. So, jetzt habe ich vergessen, was das war. 67. 67. 74. Ja. Das zweite Signal, oder dritte Signal, zweite Signal. Eine kleine Aluhülse. Okay. 80, 83. Also ich kann null auf die Einstellung eingehen, weil ich wirklich das Ding zum ersten Mal in der Hand habe. Ich habe ihn angeschalten. Und los geht's. 84. Jetzt kommen hier die verrückten Quadfahrer angedrast.
Ah, hier haben wir es. Hier. Okay, oh, ich dachte gerade Silberstach, die erste Silbermünze, das vierte Signal oder was? Eine Mark, 1982. Ja. Also Tiefe hat er auch, muss ich sagen. 81, 83. Sehr schön. Ja, ich habe noch ein paar Minütchen, mal sehen, was noch kommt. Liegt auch gut in der Hand. 61, 63. 62. Also wirklich, ihr habt es gesehen, angeschalten, losgelegt. Das erste Programm, Sense auf 28. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Das werde ich aber bald mal tun. Also ich laufe jetzt so, wie er geschickt wurde. Genau mit den Einstellungen. Und was haben wir hier? Einmal Aludeckel. '64 Pinpointer ist hier bestimmt. '62. Oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen abgerutscht hier. Oh, also bis jetzt macht er keinen schlechten, muss ich sagen. Also Funkkopfhörer sind ja auch mit dabei. Wasserdicht ist er, Carbongestänge. Was ist es? Ich sehe es schon. Wieder Ohrmarke. Ohrmarke aus Aluminium. Was ist das für Signal? 60, 62. Das schwankt ja zwischen 60 und 90. Wer weiß, was das ist? Vielleicht wieder Eisen und färbt ab hier? Ne, jetzt ist es bei 44. Ja, die Stöppeln machen es aber auch nicht einfach hier. Du kommst nicht richtig über den Boden. Aber wir werden gleich wissen, was es war. Ja, ja. Wieder so eine Ohrmarke aus Aluminium. Was ist denn hier? Friedhof der Kuscheltiere oder was? Keine Ahnung, was das ist. Das zeigt mir 20 an. Aber das ist ein hohes Feature. Hä? Was ist es? Ah, Alufolie. Deswegen. Ja, auch wieder so ein springendes Signal. Aber auch wenn ich jetzt durch die hohen Stoppeln durchgehe, du hast keine Fehlsignale. Fehlsignale, weil es irgendwo anschlägt. Nichts hier. Das ist schon nicht schlecht. Was, so tief? Echt? Nee, oder? Oder? Soll das so tief sein? Tatsächlich. Alter! Das ist ja locker. Locker 30, 35 cm hier. Oh Gott, ich glaube, das ist auch was Großes. Daher so tief. Ja, und deswegen bestimmt auch springend, weil das scheint mir ja Eisen zu sein. Das scheint Eisen zu sein. Haben wir es draußen? Nee, immer noch nicht. Doch, ja. Einmal Eisen. Jetzt ist es ausgeblendet. Das ist 70. Ja, die Karte ist leider gleich voll. Aber das bestandene. Hä? Na, was ist es? Komm raus. Hä? Gibt's doch nicht. Münze. Einmal Münze, Pfennig, Sachsen. 57, 59, ja, habe ich schon gesehen. Das war vorher ein ganz pupsiges, weil es ein bisschen tiefer lag. Einmal eine Bleiblompe, aber auch keine Junge.
splänze euch mal ein. Ja, die Zeit ist gleich vorbei. Fazit, der Detektor findet. Er ist einfach zu handhaben. Ich habe ihn gekriegt, angeschalten, losgelegt. Ihr habt gesehen, er findet. Und alles, was weitere Feineinstellungen geht, um weitere Feineinstellungen geht. Es gibt so viele YouTube-Videos, die die Geräte genau erklären. Ja, mir ging es darum, auspacken, testen, läuft er. Er läuft. Top. Danke fürs Zusehen und in Zukunft werden bestimmt noch weitere Videos damit kommen. Macht's gut, bis später.